Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt ein sehr angefragtes Video online, denn ganz viele von euch haben mich gefragt, ob ich denn nicht mal wieder meine Schabrackensammlung herzeigen kann. Und genau das werden wir jetzt machen. Ich habe das so ein Video schon mal gedreht, aber es ist jetzt wirklich schon ewig her. Da habe ich mittlerweile schon ganz viele alte Schabracken verkauft, aber es sind halt auch einige neue dazugekommen. Und das hier wären einmal meine kompletten Schabracken und ich liebe sie einfach über alles. Und ich habe normalerweise auch zu jeder Schabracke natürlich die passenden Bandagen. Denn ich liebe es einfach sehr, wenn der Vicky ein komplettes Outfit anhat. Ich finde es einfach super schick und deswegen gibt es auch hier einmal so viele Bandagen oder eben auch die passenden Gamaschen. Hufglocken habe ich tatsächlich bloß ein paar und zwar hier die schwarzen und die hatte ich genau ein einziges Mal dran. Die verwende ich irgendwie nie. Und hier sind natürlich auch noch die ganzen Fliegenhauben. Da fehlen aber noch welche, denn ein paar habe ich am Stall gelagert. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch einmal direkt mit dem Video und ich zeige euch einmal meine ganzen Schabracken. Ja, und das sind alle meine Schabracken und es sind mittlerweile wirklich viele, aber das sind einfach alle so schön und ihr könnt es dann gerne mal mitzählen, wie viele das mittlerweile sind, denn ich weiß es selber nicht. Jetzt sieht der Hintergrund ein bisschen leer und langweilig aus, das hilft es aber nicht, weil hier neben mir alles komplett vollgestapelt ist und ich würde sagen, wir starten jetzt auch direkt mit der allerersten Schabracke. Ich zeige euch aber jetzt nur immer die Schabracken, also ohne Fliegenhaube und Bandagen, sonst werde ich verrückt, wenn ich immer alles zusammensuchen muss. Die ist wirklich komplett basic, die ist so richtig schön beige, ein ganz, ganz heller Braunton und ich finde die auch echt richtig schön. Die ist zwar richtig basic, aber ich finde, die macht auf dem Vicky dennoch echt viel her. Und Leute, bitte fragt mich nicht, welche Schabracke aus welcher Kollektion ist oder wie genau die heißt, weil ich weiß das leider überhaupt gar nicht. Ich kann euch höchstens die Marke sagen. Und diese Schabracke ist von Felix Bühler und ich glaube, es ist auch die einzige Schabracke, die ich von dieser Marke habe. Aber die gefällt mir echt richtig gut, weil die so richtig schön glitzert. Die komplette Schabracke glitzert. Ich hoffe, das kann man jetzt ein bisschen in der Kamera erkennen, aber die glitzert wirklich überall. Und es war auch eine meiner ersten, die habe ich jetzt wirklich auch schon ewig, aber die kann ich einfach nicht aussortieren. Die nächste Schabracke ist noch ziemlich neu, weil die habe ich mir erst aus der neuen Kollektion gekauft und ich war schockverliebt, als ich die gesehen habe. Denn Leute, bitte, wie schön ist die? Die schimmert einfach komplett. Die ganze Schabracke hat so einen richtig schönen Schimmerstoff und sie hat einfach so einen schönen Glitzerrand hier mit diesen dunkelbraunen Steinchen. Ich habe das gesehen und ich musste sie haben, weil das hier ist genau die Farbe von Vicky sein Fell und die passt einfach perfekt auf ihn. Dann gehe ich weiter mit einer weiteren Schabracke von Eskadron. Ich habe wirklich sehr viele Schabracken von Eskadron, weil ich finde da einfach die Qualität richtig gut und sie sind einfach total schick. Und das ist jetzt eine sehr helle Schabracke. Ich habe tatsächlich, glaube ich, bloß zwei Schabracken, die was sehr hell sind. Aber auch die gefällt mir richtig gut, weil die hat auch hier eine Glitzerkordel. Und alles, was glitzert und schimmert, finde ich einfach total schön. Und sogar die Schrift hier unten ist mit einem Glitzergarn bestickt. Und auch die Schabracke glitzert hier am Stoff wirklich überall. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das erkennen könnt, aber die schimmert auch komplett. Dann geht's weiter mit einer weißen Schabracke. Ich reite zwar keine Turniere, aber ich wollte gerne mal Turnierfotos machen. Habe ich bisher aber noch nie gemacht. Und deswegen habe ich mir damals von Cavallo eine weiße Schabracke mitgenommen. Ich finde die auch total schön, weil die hat nämlich hier an der Seite eine dunkelblaue Kordel noch. Und ich finde, das hebt das Ganze noch ein bisschen raus. Also irgendwann werde ich bestimmt noch mit der Schabracke Dressurbilder machen. Ist bloß die Frage wann. Und die nächste Schabracke ist von der Marke Marengo. Die kennen jetzt bestimmt viele nicht, aber die haben auch ganz coole Schabracken und vor allem haben die richtig coole Farben. Das ist jetzt eher schon eine Basic-Farbe, also keine auffällige Farbe, aber mir hat dieses Blau damals echt richtig gut gefallen und deswegen habe ich die mir damals bestellt, weil die waren damals extrem günstig und da habe ich mir gleich zwei Farben bestellt. Eine Basic-Farbe und die andere Farbe ist ein bisschen knalliger, aber die kommt später. Die nächste Schabracke ist wieder von Eskadron und ich mag die Kottenschabracken von Eskadron echt richtig gerne. Und das ist jetzt einmal Navy Dunkelblau mit goldener Kordel hier an der Seite. Und auch hier oben haben wir einmal das goldene Logo drauf. Und ja, auch eine Basic-Schabracke, aber macht auch viel her und sieht echt schick aus. Ich werde versuchen, euch zu jeder Schabracke ein Bild einzublenden, damit ihr auch seht, wie das Ganze auf dem Wiki aussieht, wenn ich von jeder Schabracke ein Bild habe. Aber ich glaube, ich müsste fast von jeder Schabracke ein Bild haben und dann seht ihr das Outfit auch gleich direkt getragen. Weiter geht's mit einer Schabracke, die ich echt super gerne mag. Die ist auch von Eskadron und zwar ist das eine schwarze Schabracke. Und ich glaube, ich habe die wirklich jetzt schon
ewig und die ist sowas von stabil und robust. Ich mag die echt super gerne. Die hat irgendeinen ganz, ganz festen Stoff und ist echt super angenehm. Und ja, auch eine total basic Schabracke mit diesem Schwarz und der grauen Kordel hier an der Seite. Aber ich mag sie echt richtig gerne. Jetzt kommt eine Schabracke, die liebt ihr über alles, aber die ist auch echt richtig cool und ist ein totaler Hingucker. Und zwar ist es einmal diese Schabracke hier und die glitzert einfach komplett. Die glitzert nicht nur so ein bisschen oder unauffällig, nein, die glitzert wirklich richtig krass. Also du siehst von der Entfernung schon, dass diese Schabracke komplett glitzert. Und ich liebe diese Schabracke wirklich über alles. Sie sieht einfach sowas von schick und cool aus und steht wirklich einfach richtig cool. Und auch noch hier mit dieser goldenen Glitzerkordel und Glitzerstoff, es ist einfach perfekt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich schaffe es ein bisschen nach Farbsystem zu arbeiten, ne? Ich habe es aber nicht geschafft, jetzt kommt einfach wieder eine blaue. Ist jetzt aber auch egal. Und die nächste blaue ist von Right Now und die liebe ich auch über alles, weil es so ein richtig schönes Babyblau ist und natürlich hier auch wieder mit richtig schönen Glitzerrand. Die Schabracke habe ich jetzt auch echt schon wirklich lange, ich glaube schon 2 Jahre, deswegen keine Ahnung, ob man die überhaupt noch kaufen kann, aber vielleicht findet man sie ja noch irgendwo im Sale. Jetzt kommt eine Schabracke, die ist noch sehr neu, also die gibt es auch definitiv noch zu kaufen. Die ist auch von Right Now aus der neuen Kollektion, ebenfalls blau, aber sieht sehr besonders aus. Und zwar sieht die einmal so aus und ich finde, die ist wirklich sehr besonders. Vielleicht auch nicht Geschmack von jedem. Ich persönlich finde sie richtig cool, weil sie nicht nur so basic blau ist, sondern eben so ein richtig cooles Muster hat mit 3 verschiedenen Farbtönen. Einmal dunkelblau, hellblau und weiß. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr eher Team Musterschabracken seid oder doch eher Team einfarbig. Also ich habe eigentlich nur einfarbige Schabracken, aber die hier habe ich sehr cool gefunden. Weiter geht's mit einer absoluten Lieblingsschabracke. Ich liebe die Farbe über alles, ich liebe den Stoff über alles. Die ist ebenfalls von Eskadron und zwar ist das hier einmal diese Lilane, die was da den richtig schönen Samtstoff hat. Ich finde Schabracken aus diesem Samtstoff super schick und edel. Die haben etwas ganz Besonderes, sind aber leider nicht so dankbar, was die Sauberkeit angeht, denn sie werden einfach wirklich schnell dreckig und es geht dann nicht mehr so gut ab, weil es eben so ein Samtstoff ist, aber hier ist eh der Sattelgurt drüber. Und was natürlich nicht fehlen darf, es muss irgendwo ein bisschen Glitzer sein. Und hier hat die Schabracke überall so kleine Glitzersteine drauf, damit die auch ein bisschen funkelt. Dann kommt jetzt meine einzigste rosarote oder pinke Schabracke. Aber ich war mir immer ziemlich unsicher, ob meinem Pferd rosa steht, weil er hat ja ein sehr orange-rot-stichiges Fell. Und deswegen wusste ich nie, ob da rosa so schön aussieht. Aber ich habe ja damals von der Right Now Kollektion einmal dieses gute Stück hier mitgenommen und habe gedacht, ich teste das jetzt einfach mal, wie eine rosa Schabracke auf dem Wiki aussieht. Und ich war sehr positiv überrascht, weil die Schabracke, Leute, die hat dem Wiki echt unglaublich gut gestanden. Die ist auch nicht nur rosa, die hat hier so graue Punkte drauf, so ein cooles Muster. Und ich finde, die steht ihm echt richtig gut. Dann geht's weiter mit einer Schabracke von Eskadron und auch die mag ich echt super gerne, weil ich liebe die Farbe dunkelgrün. Dies ist auch so ein Samtstoff und sie hat hier oben so einen richtig coolen Fell-Flauschikragen und ein richtig cooles Krokomuster. Ich finde, das Muster von der Schabracke sieht echt richtig cool aus und ist mal etwas anderes. Jetzt kommt auch mal die gleiche Schabracke, wie ich euch vorher schon von Marengo gezeigt habe. Und da kommt jetzt eine richtig knallige Farbe, aber ich liebe sie total. Ich habe die gesehen und ich habe die einfach so cool gefunden, weil es ist so ein richtig knalliges Lila, ein richtig schöner Fliederton und die gefällt mir echt richtig gut. Ich finde, diese Farbe schreit förmlichst nach Frühling und Sommer. Jetzt kommt eine Schabracke, da habe ich schon öfters überlegt, ob ich die verkaufen soll. Die ist an sich echt super schön, die ist auch von Eskadron, eine Cotton-Schabracke. Und es ist ein richtig schöner Farbton, so ein richtig dunkelrotes Bordeaux-Weinrot. Sieht total schön aus, aber was mich bei der stört, ist, dass die Kordel hier außenrum halt nicht absticht. Die glitzert zwar so ein bisschen, auch so in, ja, Weinrot, aber ich glaube, ich würde es schöner finden, wenn die Kordel außenrum etwas heller wäre, damit man hier eine Begrenzung an den Rand sieht und so ist es so komplett rot und ja, bin ich mir ein bisschen unsicher, aber bisher habe ich sie noch. Und jetzt kommt nochmal eine weinrote Schabracke und die finde ich einfach tausendmal schöner. Ich liebe die über alles, sie ist aber von der Marke Equestrian Stockholm, aber die sieht einfach richtig schick und edel aus. Und zwar ist das dieses gute Stück und ich glaube, jetzt könnt ihr auch gut sehen, was ich meine mit dieser hellen Kordel. Ich finde, es macht einfach viel mehr her und hat eben eine Begrenzung und die gefällt mir einfach richtig gut, vor allem, weil die hier eben auch so einen besonderen Schnitt hat. Ich kann aber kurz im Vergleich die andere reinhalten und dann seht ihr vielleicht, was ich meine. Ich finde, bei der Schabracke geht dann einfach etwas ab, wenn der Rand
die gleiche Farbe hat wie die Schabracke. Ich finde, das sieht hier einfach viel cooler aus, wenn da eben die Kordel etwas heller ist. Und das ist tatsächlich meine allereinzige Schabracke von Equestrian Stockholm, weil ich finde die Schabracken schon sehr teuer. Sie sind zwar unglaublich schön, aber wirklich teuer, aber die habe ich mir damals mal zu Weihnachten gewünscht, so ein Weinrot zu Weihnachten, weil der einfach so schön ist. Und jetzt kommt eine Schabracke, die ist wirklich schon uralt. Das war auch eine meiner ersten, die habe ich mir damals bei eBay gekauft. Ich war nämlich auf der Suche nach einer knallgelben Schabracke. Ich wollte unbedingt eine gelbe Schabracke und habe dann eben dieses gute Stück bei eBay gefunden. Die ist von Escadron, eine Kottenschabracke. Und ich finde, die sieht echt richtig cool aus. Die Farbe ist zwar sehr gewagt, aber es ist mal etwas anderes und damit fällt man wirklich auf. Und wenn ich mich nicht täusche, heißt diese Farbe Mango. Wir bleiben bei Escadron, die ist jetzt auch schon etwas älter, mag ich aber auch super gerne, weil die hat auch diesen Samtstoff und ich liebe den einfach über alles. Die Farbe heißt Oliv, es soll eigentlich dunkelgrün sein, also einen grünen Ton kann ich jetzt nicht raussehen. Für mich ist die einfach dunkelgrau, aber das sieht echt richtig schick auf dem Pferd aus. Und vor allem natürlich ganz wichtig, hat die hier so eine richtig schöne Glitzerkordel. Und jetzt kommt meine einzigste Schabracke von Kentucky, denn ich finde die wirklich unglaublich schön, aber die sind wirklich sehr teuer. Aber eine habe ich mir mal gegönnt und da habt sogar ihr entscheiden dürfen, welche Farbe mitkommt. Und ihr habt euch einmal für die dunkelgrüne entschieden. Die sieht jetzt in der Kamera auch irgendwie mehr dunkelgrau aus als dunkelgrün, aber die ist echt wirklich richtig knallig dunkelgrün. Das ist so ein richtig schönes Tannengrün und das ist auch so ein Samtstoff und die hat auch hier eine richtig schöne Glitzerkordel. Und Kentucky ist einfach so hochwertig verarbeitet. Man merkt einfach, die Qualität hat halt ihren Preis und da ist die Qualität wirklich richtig gut. Wir neigen uns langsam endlich dem Ende zu. Ich habe echt nicht gewusst, dass ich so viele Schabracken habe. Die nächste Schabracke ist wieder von Right Now. Auch schon eine ältere Kollektion, aber ich glaube, die kann man noch im Sale finden. Ne? Und zwar ist es einmal dieses gute Stück hier. Das ist jetzt auch eine sehr spezielle Farbe, aber ich finde den Grünton echt total schön. Aber ich glaube, da scheiden sich jetzt auch die Meinungen von, gefällt mir richtig gut und gefällt mir gar nicht. Aber es ist echt ein... ja, schon ein sehr cooles Grün und ich finde, es sieht auf dem Pferd auch echt richtig schön aus. Die nächste Schabracke ist wieder dunkelbraun und zwar von Black Forest, aber die gefällt mir richtig gut, weil die Schabracke ist einfach komplett glossy, die schimmert einfach überall. Und obwohl jetzt die Farbe hier vom Stoff die gleiche Farbe ist wie von der Kordel, finde ich es total schön, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich finde es eigentlich schöner, wenn die Kordel hier eine andere Farbe hat. Aber ich finde, die Schabracke ist eh schon sehr auffällig, weil sie eben komplett glossy ist und dann gefällt es mir eigentlich richtig gut, dass Stoff und Kordel praktisch Ton in Ton ist und es sieht auch echt richtig schick aus. Wir kommen tatsächlich jetzt zur letzten Schabracke. Ich glaube es nicht, Leute, aber wir haben es geschafft. Und die letzte Schabracke ist meine absolute Liebe-Schabracke. Die gefällt mir unglaublich gut. Ich liebe sie über alles. Sie ist auch von Escadron und das gute Stück sieht einmal so aus. Die ist ja eigentlich sehr basic gehalten, weil sie ist ja eigentlich nur ein dunkelblau, aber sie hat eben hier ein Lackdetail und ich liebe Lack über alles. Weil bitte, wie gut passt diese Kombi aus dunkelblau, hier eine Glitzerkordel und dann dunkelblauen Lack mit diesem GroKo-Muster. Es sieht einfach unglaublich schön aus. Und jetzt zeige ich euch bloß noch die einzigsten Gamaschen, die passenden Gamaschen zu dieser Schabracke, weil auch die sind halt einfach komplett aus diesem Lack-GroKo-Muster. Und Leute, das sieht einfach sowas von cool auf dem Pferd aus und ich habe mir da gleich alle vier Gamaschen gegönnt. Es ist das einzige Set, wo ich Schabracke habe und alle vier Gamaschen, weil Escadron-Gamaschen sind ja schon ziemlich teuer, aber dieses Lack, das hat es mir komplett angetan. Und jetzt wollte ich schon sagen, dass wir fertig sind, aber ich habe noch eine Schabracke vergessen, aber die kann ich euch nicht zeigen, weil ich habe immer eine Notfallschabracke im Spind hängen, falls ich vergesse, eine mitzunehmen. Und die ist auch dunkelrot, die ist vom Löstau. Ich blende euch einfach ein Bild ein, die habe ich auch noch, aber wie gesagt, die hängt am Stall. Und ja, das waren meine ganzen Schabracken. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viele das waren, weil ich habe nicht mitgezählt, aber es sind viele. Und jetzt kommt die nervige Arbeit, denn ich darf jetzt alle Schabracken da hinten wieder aufhängen und das mache ich jetzt schnell. Ja, das war's dann jetzt mit dem Video. Alle Schabracken hängen wieder an Ort und Stelle und es sieht wieder alles richtig ordentlich aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin, tschüss!